Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Ja, das ist jetzt die zweite Aufnahmesession. Ich werde am Anfang gleich einmal beim Audio mir da die Lautstärken nochmal anschauen. Ja, wo war das genau? Umgebungslautstärke werde ich etwas runterschalten, die war beim letzten Mal relativ laut. Und dann werden wir uns auch die Mods noch kurz anschauen. So. Gameplay. Da war ich eh drinnen. Werkzeuge. Ah, da unten, genau. So, welche, wir haben ja den Hard Mode aktiviert, die Erweiterung. Chirpy deaktiviert. Das mit den Straßen tauschen brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr, weil durch das Update wurde das behoben. Genau, was ein netter Mod ist, den ich gern einbauen würde. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn dann wirklich verwende. Aber es gibt den Mod, wo man die Ampeln, quasi Ampeln setzen oder wegnehmen kann. Finde ich ganz nett. Okay, da informiert er uns halt noch einmal, dass es Nutzerinhalte sind, das kann zu Problemen führen, weil die Mods sich im Großen und Ganzen auch reinschreiben in die Safe Games. Aber bei dem Mod weiß ich, der funktioniert, da kann eigentlich nichts passieren. Wenn wir den noch reinnehmen, dann gibt's noch den Lane Changer, da kann man selber festlegen quasi, ob es Abbiegespuren gibt oder nicht. Also man kann das selber die Bodenmarkierungen machen. Da ist die Frage, wo ich den reinnehmen soll. Ich meine, aktuell haben wir noch nicht so riesen Verkehrsprobleme. Was ich aber noch gerne reinnehmen würde, wäre den Extended Public Transport UI. Da kriegt man etwas genauere Informationen über die, wenn wir mal Bus und U-Bahn und so weiter haben, wird dann genau angezeigt für jede Linie, die Leute, die fahren, die Auslastung und so weiter. Das heißt, den werde ich auch aktivieren. Jo. Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich Objekte oder so. Ich jetzt aktuell keine neuen runtergeladen. Ja, dann können wir eigentlich jetzt eh wieder unsere LP-Welt starten. So, ich hoffe, dass es von der Abmischung her jetzt etwas besser ist. Im Vergleich zum letzten Mal. So. Genau, wie schaut's denn bei uns aus? Wohnen braucht man gar nicht. Industrie ist leichte Anfrage. Aber da ich aber beim letzten Mal habe ich ja noch ausgewiesen, neue Gebiete. Wo Anfrage ist, ist beim Gewerbe. Schauen wir mal, haben wir gewerbemäßig. Wobei, da haben sie da haben wir. Da wäre sogar noch Platz für Gewerbe. Ich schaue gerade, wo könnte man noch was dazu bauen. Ja, da haben wir Gewerbe. War gut, wir könnten ja hier... Machen wir hier noch ein Gewerbegebiet dazu und hier... Gut. Ich meine, Geld verdienen wir. Und das schaut schon mal gut aus. Zufriedenheit ist auch im Plus, die wöchentliche Veränderung. Genau, was ich schauen wollte, ist hier der nächste Meilenstein. Da brauchen wir 3800 Einwohner. Das heißt, wir müssten schauen, dass wir noch ein paar Einwohner dazu kriegen.
Nur ihr seht es selber, es ist eigentlich keine Nachfrage da für Wohnungen. Wie schaut es denn bei der Versorgung selber aus? Stromversorgung, da haben wir noch ein leichtes Plus. Wasser schaut eigentlich gut aus. Ah ja, man hört es auch mittlerweile, es werten sich doch schrittweise die Gebäude auf. Das heißt, da kriegen wir auch wieder Einwohner dazu. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum jetzt nicht so eine große Nachfrage da ist, weil die bestehenden Häuser sich aufwerten. Wie schaut es beim Müll aus? Mülldeponieauslastung ist 23%. Das geht. Verbrennungsstatus, gut, haben wir noch keinen, wenn wir noch nichts verbrennen können. Gesundheitswesen ist top, 100, Heilungskapazität 100. Grün, 74% Durchschnittsgesundheit, ist eigentlich okay. Feuersicherheit, Gefahr 32%. Okay, das ist natürlich nicht ganz perfekt. Okay, ja gut, wir haben hier Teile, die sind nicht im Gebiet drinnen. Weil hier ist grün, Wohngebiet haben wir. Es sind eigentlich nur hier der Rand, der nicht ganz gesichert ist. Also wir verdienen 1975. Ich überlege gerade, macht Sinn, sich eine zweite Feuerwehr zu holen. Kostet 700 die Woche. Würde aber sicher was bringen. Wenn wir quasi hier unten für die Industrie hier noch eine eigene Feuerwehr platzieren. Beziehungsweise eine, ja. Oder ich platziere es hier eher oben, weil hier haben wir eh das Ganze. Wenn ich hier an der Hauptstraße zum Beispiel, wenn ich da noch eine Feuerwehr hinsetze. So, die kommt aber dann da hinten nicht hin. Oder wir setzen es doch darunter. Ja. Freut sich auch die Industrie und die ganze Umgebung. Ah, da fehlen uns noch Wasseranschlüsse. Gut, das können wir auch relativ leicht beheben. Und dann hier einmal durch. Gut, fehlt sonst irgendwo Wasser? Nö. Sonst haben wir alles, Strom haben wir auch. So, genau, da haben wir die Mülldeponie. Gut, ich meine, noch geht's. Also, werde ich dann auch später noch schauen, dass ich die umsiedle. Weil es halt jetzt doch mitten im Agrargebiet steht, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Genau, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, gab's ein Update wieder von City Skylines, wo wieder ein paar Fehler behoben wurden, beziehungsweise dürften die auch angepasst haben, die Anzeige für die Verschmutzung, weil das war ja ursprünglich ein normales Industriegebiet, was wir dann umgewandelt haben. Und man sieht hier eigentlich überhaupt keinen, also die lilane Färbung ist weg. Aber man sieht hier diese graue Färbung. Kann ja da auch mal ein bisschen mehr reinzoomen. Dann seht ihr ein bisschen mehr von der Stadt. Ah, genau, da war der Teil, wo ich nicht sicher war, ob ich den so lassen soll. Aber vorläufig stört's nicht wirklich. Ja, mittlerweile haben wir wieder eine Anfrage für Wohngebiet. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn? Straßen sind halt immer noch etwas eingeschränkt. Gut. Dann werden wir mit den Straßen weiterarbeiten. Dann ziehen wir hier mal, wie ich gesagt, eine hoch. So.
Ja. Und Fehler. Genau. Sehr schön. Dann können wir ja, sollen wir die durchziehen? Ach, wurscht. Ach. So, gut, da haben wir hier Platz, dann können wir hier noch. Und eventuell sollen wir hier auch noch eine Verbindung bauen. Ah, lass uns mal so. Gut. Dann Geschäfte. Wir könnten ja hier Geschäfte noch machen. Und hier alles mit Wohnungen. Industrie haben wir auch wieder eine Anfrage. Können wir auch schauen, wie schaut es denn hier aus mit dem. So, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier oben. Okay, da haben wir Platz. Hier haben wir noch Agrargebiet. Hier könnte man noch ein bisschen was unterbringen. Okay, aber das müssen wir erst dazu kaufen. Hier hätten wir noch für Wald, beziehungsweise hier unten. Das kann man auch alles noch nutzen. Ah ja, und ja. Ah ja. Gut, dann erweitern wir einfach mal die also nicht Agrar, sondern die Holzindustrie. Da wäre ich dem Motto treu bleiben. Und wer mit den einfachen Straßen arbeiten. Aber kann man da durch, ohne dass wir das da wegreißen müssen? Ja. Okay. Dann knallen wir noch Industrie rein. Da müssen wir uns noch anschauen, ob das alles noch im Rahmen ist. Genau, bei der Zuweisung. Dann kann man hier noch das Ganze ein bisschen erweitern, um sicher zu gehen, dass da wirklich alles drinnen ist. So, okay, hier brennt's. Aber Feuerwehr ist schon da. Okay, da stehen überall die ganzen LKWs. Vielleicht braucht man da zweite Ein- und Ausfahrt. Kann man die Straße hier hinten etwas verlängern, die Hauptstraße? Haben wir da doch was weggerissen. War so nicht ganz geplant. Aber ist, glaube ich, verschmerzbar. Und dann können wir hier noch, kommen wir da durch, ohne dass wir was wegreißen müssen. Schaut eigentlich gut aus. Okay, Feuer ist gelöscht. So.
Da haben wir. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Ah, da fehlt Wasser. Fehlt da wirklich Wasser? Ah ja, doch. Da haben wir keine Rohre. So. Das können wir zum Glück schnell beheben. Wie schaut es jetzt aus? 2400 nehmen wir ein. Leute sind glücklich, Bevölkerung wächst weiter. Lass mal ein bisschen schneller rennen. Aber aktuell wollen sie eigentlich alles haben. Also Bedürfnisse steigen weiter. Stromproblem war da gerade. Was sagt der Strom? Oh, wir sind schon wieder an der Grenze. Ah ja, wir haben ja mittlerweile die fortschrittliche Windturbine. Die kostet 15.000. Wir hätten zwar 17.000, aber ich will nicht das ganze Geld gleich wieder raushauen. Dann werden wir gleich noch so eine aufstellen. Und hier, wenn man schaut, da ist eh noch überall Platz und guter Wind. Stellen wir mal eine auf. Ah, Stromverbrauch 61, Versorgung 68. Hart an der Grenze. Aber sollte mal reichen. Wir müssen auch schauen, dass mal ein bisschen Geld reinkommt. Andererseits, wir verdienen 2600. Also da könnten wir schon da noch weiter bauen, also noch weitere aufstellen. So, wie machen wir hier das Ganze jetzt? Soll ich hier mal so eine großzügigere Straße bis da nach hinten bauen? So eigentlich nicht. Okay, das ist das Einzige, wo ich da jetzt immer manchmal noch so leichte Probleme habe mit den Kurven ziehen, dass es nicht immer so hinhaut, wie ich es gerne hätte. So, da wollte ich eine gerade Straße. Es gibt ja da zum Glück auch diese Einrastfunktionen. So, und hier haben wir noch Platz. Sollen wir da, soll ich das durchziehen oder? Nee. So, dann machen wir hier überall Wohnungen. Hier könnten wir, Geschäfte sind auch gefragt. Haben wir hier noch Geschäfte rein? Könnten wir eigentlich hier an der Innenseite eigentlich auch alles mit Wohnungen vollkleistern. Wir brauchen ja eine Menge Einwohner. Gibt es hier noch ein paar Geschäfte? Wie viel haben wir jetzt? 3096. Und wir brauchen 3800, gut. Fehlt nicht mehr so viel.
Industrie geht soweit gut. Da wächst alles. Kann man eventuell dann überlegen noch, wo wir weiter ausbauen. Gut, ich meine, wir haben hier noch Flächen, die wir noch zuweisen können. Das spielt die hier. Wie schaut es denn oben aus? Da haben wir eigentlich schon soweit alles zugewiesen. Außer direkt auf der Straße wollen wir die auch zuweisen. Wir könnten sie auf einer Seite zumindest machen. Dafür räumen wir mal diese kleinen Nupse da weg. Das sind so Einzeldinger. Keine Ahnung, wo die dazu gehören. Aber ich glaube, das gehört auch noch zum oberen. Jo. Gut. Hätten wir das auch. Jetzt gehe ich das sicher noch einmal beim Strom rein. Ah, jetzt haben wir doch noch ein Rad, sollten wir auf jeden Fall noch aufstellen. Wie viel Geld haben wir denn? 11.000. Ah, jetzt sind wir wieder im Grünen. Was sagt das Wasser? Huch, Wasser ist auch an der Grenze. Was kostet denn da eine neue Wasserpumpstation? 3.000. Ich meine, noch geht's. Wobei, was kostet ein Wasserturm uns eigentlich? Okay, die sind noch teurer. Bleibt uns eigentlich fast gar nichts anderes übrig. Weil es hier noch eine Pumpe aufzustellen und die anzuschließen. Genau. Also da haben wir jetzt kein Problem und beim Abwasser selber 3.000, wobei die können wir uns eigentlich mittlerweile auch leisten. Dann werden wir die auch gleich anschließen. Dann sollte eigentlich jetzt die Abwasser... Ja, passt. Alles voll angeschlagen, das heißt, da haben wir auch wieder Kapazitäten. Ah ja, denen fehlt natürlich noch das Wasser. Das hätte ich ihnen fast jetzt unterschlagen. Ziehen wir es damals so durch. Haben wir eigentlich oben auch noch, da ich alles ausgewiesen. Gut, dann brauchen die natürlich auch noch Wasser. Gut. Ja, werden wieder ein paar Häuser aufgewertet. Können wir uns ja mal das etwas genauer anschauen. Was haben wir denn hier? 3 Haushalte. Ersten Ausbau haben sie. Beim zweiten... Okay, genau. Eben Bodenwert sollen wir noch erhöhen. Könnten wir eventuell noch Parks bauen. Oder ich meine, da können wir auf jeden Fall Parks bauen. Wir verdienen auch 2.500. Das heißt, Geld kommt hier rein. Spielplatz, was haben wir hier? Platz mit Bäumen. Genau, ich meine, da oben haben wir in der Gegend überhaupt nichts. Gut, da müsst ihr zwar ein bisschen was dran glauben, oder machen wir es hier mehr zentral, ist gleich was besser. Wir könnten den auch so mittig hier aufstellen.
Ah, freuen sich auch die Leute. Eventuell hier hinten noch irgendwo, da haben wir auch noch relativ niedrigen Landwert. Was haben wir denn da noch für Sachen? Also das sind diese Parkdinger, die ich mal geholt habe. Ansonsten haben wir hier eine kleine Parkanlage. 1215. Klein ist gut. Haben wir da irgendwo Platz, um die unterzubringen? Ah ja, hier könnten wir die hinbauen. Ich glaube, da haben wir teilweise auch Geschäfte. Dann können wir die hier irgendwo noch unter. Um möglichst viel abzudecken, ja, bauen wir es dahin. Das sollte auch wieder den. Ja, man sieht auch schon, der Wert steigt da langsam an. Ja, also da sind wir auch auf einem guten Weg, den Landwert zu erhöhen. Man hört es auch überall, das Signal für den Aufstieg. Ah ja, hier ist schon etwas mehr Verkehr. Das heißt, da müssen wir auch mal schauen, von wo kommen denn die alle. Also gut, das ist der ganze Verkehr von und zur Autobahn hin. Ich glaube, aber noch rennt es relativ flüssig. Also noch haben wir alles unter Kontrolle. Und wenn man hier jetzt auch von beiden Seiten, hier kann man von beiden Seiten rein, raus. Oben, da kommen nicht so viele vom Agrar. Die meisten kommen, fahren eigentlich Richtung, soweit ich sehe, genau, die fahren alle Richtung der Holzindustrie. Ja, dann können wir uns hier auch nochmal anschauen, die Bodenrichtwerte. Hier sieht man, da wird schon langsam, geht es in die grüne Richtung. Das heißt, da sind wir relativ gut unterwegs, während hier sind wir relativ niedrig. Das heißt, hier wäre vielleicht noch angesagt, was zu bauen in dem Park oder irgendwas, um den Bodenwert zu erhöhen. Genau, was wollte ich noch schauen? Genau, Gesundheit. Das können wir auch einmal durchgehen und schauen. Gerade zum Schluss der Folge nochmal, wie es da den Leuten so geht. Hier haben wir eine relativ gute Gesundheitsversorgung. Da ist auch grün. Dann, was war noch? Genau, ich wollte ja, da wollte ich hin. Wie schaut's mit der Zufriedenheit aus? Wohngebiete 74, Gewerbe 76, Industrie 96, denen geht's sehr gut. Gut, Büro haben wir noch nicht. Ah, und es fehlt uns nicht mehr viel zum Meilenstein. Den würde ich gerne noch abwarten, auf jeden Fall. Ah, was haben wir da für ein Problem? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Friedhof, haben wir eigentlich einen Friedhof gebaut? Also ich sehe mal keinen. Ah, und wir haben den nächsten Meilenstein. Geschäftigte Kleinstadt. Wir kriegen neues Future Stadtplanungsrichtlinien. Also wir können jetzt Richtlinien für die komplette Stadt festlegen. Einzigartige Gebäude der Stufe 4 sind freigeschalten. Die Ölindustrie ist aktiviert. Wir können den Nahverkehr kostenlos machen und wir können ein Verbot für verstärktes Verkehrsaufkommen. Genau, Schwertransportfahrzeuge sind nicht gestartet. Hat keinen Einfluss auf Autobahnen, das ist auch immer wichtig zu wissen. Das heißt, die Richtlinien sind nur für die normalen Straßen, aber wenn eine Autobahn durchgeht, da kann... können sie natürlich ganz normal fahren. Dann haben wir einige neue Straßen.
Wir haben jetzt auch Straßen mit Bäumen. Wir haben jetzt auch mehrspurig in jede Richtung. Also da hat sich auch einiges getan. Aber sonst eigentlich noch irgendwas Neues dazu bekommen. Ah ja, das Polizeihauptquartier haben wir jetzt. Die große Feuerwehr, das Krankenhaus und das Ölkraftwerk. Ja, bringt einiges am Strom, aber macht halt Verschmutzung für uns weniger interessant. Okay. Das heißt, was wir eigentlich noch schnell machen sollten, oder was ich machen möchte, ist einen Friedhof bauen. Der war. Genau. Nö, wir haben wirklich keinen einzigen Friedhof. Den könnten wir eigentlich ins neue Gebiet setzen, weil da waren eh teilweise noch Leute, die nicht wirklich glücklich waren. Also, beziehungsweise auch vom Bodenwert und so weiter. Setzt man da oben hin? Wir werden eh in die Richtung darunter ja noch weiter ausbauen. Ja, passt. Dann würde ich sagen, ist das eine gute Stelle für eine Aufnahmepause. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Würde mich auch freuen über das ein oder andere Feedback, wenn ihr mir auch zu den Folgen auch was dazu schreiben würdet. Irgendwelche Vorschläge, irgendwas ihr vielleicht anders machen würdet oder wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt. Und ja, und so weiter. Gut, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von City Skylines. Tschüss!